Silvester. Da macht man eben hin und wieder einen kleinen Scherz. Mach du hier in Ruhe deine Bowle. Wir gehen. Das ist Punsch, du dusselige Kuh. Punsch, Punsch, Punsch. Ein Herz und eine Seele. Spinnst du? Heute ist Silvester und da gibt's mir jetzt noch Punsch. Schluss, aus, basta. Soll ich helfen in der Küche? Punsch können nur Experten machen. Dich habe ich doch gar nicht gefragt. Aber wenn Punsch nur von Experten gemacht werden kann, wieso machst du denn dann welchen? Du, guck dir das mal an, du. Das ist noch deutsche Wertarbeit. Da hat man noch was gekriegt für sein Geld. Das haben nicht irgendwelche Türken oder Chinesen zusammengekloppt. Mensch, da kannst du überhaupt nichts machen. Da brauchst du mindestens einen Schaltplan. Ja, um zu sehen, ob dein Kabel durchgeschmort ist oder nicht, brauche ich keinen Schaltplan, sondern gesunde Augen. Wir haben ja angefangen im dritten Programm mit Schwarz-Weiß. Und waren auf einmal, ohne es zu wissen und zu wollen, ein Straßenfeger. Wenn Ekel Alfred kam, das war wie bei einem Durbridge, waren die Leute alle vor dem Fernseher. Soll ich dir deine Brille holen? Prima, gleich kommt der Tor des Monats. Guten Abend, meine Damen und Herren. Was war denn kaputt? FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Also, Besinn hättet ihr, das zu erklären. Hauptsache, es ist noch mal gut gegangen. Soll ich wieder... Nee, das mach ich alleine, was ich anfange, mal auch zu Ende. Nicht berichten werden. Dann mach aber wenigstens jetzt aus, wenn du wieder mit dem Schraubenzieher rangehst. Lass mich doch endlich mit deinen dilettantischen Ratschlägen zufrieden. Hab ich den Apparat repariert? Oder du? Ja, du. Aber ich weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Du halt bloß die Schnauze! Hertha hat verloren, aber nur 3-0. Du anarchistischer Drecksack! Mir hat das großen Spaß gemacht, denn man kann eigentlich nur Theater und Film und Fernsehen machen. Mit Spaß. Und da zitiere ich dann halt immer meinen alten Satz von lieben alten Brecht, der sagt, das ist seit jeher das Geschäft des Theaters, das ist, die Leute zu unterhalten. Ist mit Koslowski in Urlaub fahren? Er war schon, der war in Afrika, aber das macht er nie wieder. Ich würde mich da auch nicht hintrauen. Du kannst da aber ruhig hin, als Frau. Das macht überhaupt keinen Unterschied, ob man da als Mann hinkommt oder als Frau. Die stechen jeden, das weiß ich. Wer sticht jeden? Na, die Moskitos natürlich. Die machen dir eine Schlafkrankheit. Du meinst die Zetze-Fliege? Ich meine nicht irgendeine Fliege. Ich meine die Moskitofliege. Zetze. Ja, da hat er nun mal recht. Zetze. So heißen diese Biester auf Afrikanisch. Das ist ja nur egal, ob die mich auf Afrikanisch stechen oder auf Deutsch. Jedenfalls will ich da nicht hin. Ja, ich ja auch nicht. Siehste. So hat er das doch gar nicht gemeint. Er meint wegen da unten. Da stechen die auch rein? Naja, es ist beinahe unglaubwürdig, dass nach 30 Jahren immer noch Autogrammwünsche kommen, weil ja jetzt schon die dritte Generation, glaube ich, dran ist, die das sieht, nicht? Und die ja von der damaligen politischen Situation gar keine Ahnung hatten, haben, konnten, nicht? Von... Es hat sich inzwischen einiges getan in Deutschland. Aber ich glaube, das ist einmalig. Deswegen tragen die da alle einen Lendenschutz. Schurz! Na, jedenfalls Lenden. Und die werden schon wissen, warum. Dass sie da keine Schlafkrankheit dran kriegen. Wie gewisse andere Leute. Er war immer zu bescheiden. Im Leben. Der ist ja so, hat ja immer eine Mütze übergezogen, nicht weil er nicht erkannt werden wollte, später dann sicher auch, weil er mal Ruhe haben wollte. Aber der war ja eher im Leben der introvertierte Typ. Aber das zeigt eben, was er für ein Schauspieler war, weil das steckt da auch drin.
Was machst du da? Ich nehme 60 Gramm Schmalz. Du, das sind aber 70. Ich habe mit Absicht ein bisschen mehr genommen, weil ja immer was in der Tasse kleben bleibt, du Idiot. Wir haben uns gerade überlegt, dass wir Michis Eltern ihr irgendwas bieten müssen heute. Pass doch auf! Sie will mir im Weg stehen? Ja, irgendwas müssen wir ihnen bieten. Ja, Schweinebraten ist was geboten. Alles gut. Was ist denn los? Mich hat nur Tetzlaff interessiert. Alles anders waren nur Reflexe auf Tetzlaff. Kinder und so, das habe ich mitgenommen, weil sie da waren und auch mitgespielt haben. Aber nur die Reaktion von ihm hat mich dabei interessiert. So, die Arbeit ist beendet. Ihr braucht bloß noch aufzuräumen. Ich bringe die Kochbücher wieder zu Kozlowski zurück. Und Punkt 1 wird gegessen. Sie haben ja eigentlich das Leben draußen gespielt. Jeder hat sich mit irgendjemandem identifizieren können. Siehst du, genau wie der Papa. Also wenn der Papa, der läuft, der schlurrt genauso rum wie der. Oder siehst du, Mama, wenn du kochst. Also jeder hat sich gefunden in irgendetwas, was einer von uns tat. Oder ein Mädel, was dann immer sich die Nägel lackierte. Oder das war so eine, für die damalige Zeit, war das so eine typische, ja, das hat der Menge erkannt. Der hat dem Menschen draußen, wie sagt man so schön, aufs Maul geschaut und hat es dann umgesetzt. Das war in erster Linie einfach auch ein ziemlich unverhoffter Popularitätsschub. Und das wohlige Gefühl von unheimlich vielen Leuten, erkannt zu werden und einfach bekannt zu sein und ja, irgendwo ein Star zu sein. Du Schwein! Du hast das Brot besser! Oder die Axt? Oh, dass ich sowas erleben muss! Ich bring dich um, du Schwein! Senil, aber kann nur allein aufs Klo gehen, ja? Aber ich schlepp den alten Sack mit durch! Ich, Michael, der Großmütige! Ich bring dich um, du Sau! Herr Gott, nochmal, wegen dem Schweinekram, der da überall drin steht. Denk doch nur mal an diese ganzen Partnertauschanzeigen. Wie heißen diese Anzeigen? Partnertausch. Hast du wohl auch noch nie von gehört, wa? Was du immer von mir denkst. Früher habe ich das sogar selber mitgemacht. Zigaretten gegen Butter und so. Und mein Vater auch. Aber mehr Briefmarken. Und jetzt macht man das auch beim Skat. Beim Skat? Ja, die Leute, mit denen du spielst, sind doch deine Partner, oder nicht? Je zum Ehepartner. Und die werden getauscht? Ja, und wie? Und was kriegt man dafür? Ich meine, was würde ich zum Beispiel für dich kriegen? Dieser Typ, den ich da gespielt habe, den gibt's ja eigentlich gar nicht. Das ist wirklich eine Kunstfigur, zusammengesetzt aus vielen anderen Typen. Und den hat man dann gerne genommen als Drehpunkt, als Angelpunkt und konnte dann sagen, also mein Vater oder mein Onkel oder mein Mann ist nicht so, aber wir kennen jemanden, der so ist. In der Nachbarschaft. In der Nachbarschaft. Und da konnte man das wahrscheinlich am besten delegieren und konnte sagen, ja, guck mal, so wie der von nebenan. Telefonieren! Zum Glück ist er noch mal! Ja, ja. Ich muss ja alles dreimal sagen. Ja, können Sie doch froh sein, nur ein Scheimhaue, ja? Ich bin in die Lehre gegangen und habe das ehrbare Handwerk des Schneiders erlernt. 3 Jahre lang und habe auch die Gesellenprüfung gemacht und bin dann aber wirklich eine Woche später auf eine Schauspielschule gegangen. In weiterem Sinne war ich selber früher Arbeiter. Und jetzt habe ich 2 Leute unter mir,
und bewerbe mich trotzdem nicht gleich zum Bundespräsidenten. Fände ich aber gar nicht schlecht als Bundespräsident. Ach, was? Das musst du nicht sagen. Doch. Ich meine, vom Format her wird sie nämlich unheimlich gut auf die Briefmarken passen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen, du langhaarige bolschewistische Hyäne. Bevor ich abkratze und dir auch nur einen Furz hinterlasse, schmeiß ich eine Bombe und jag die ganze Bude hier in die Luft. Schatten Tetzlaff, ich bin der Gastgeber hier. Der Schubi, der hatte natürlich, weil er viel Text zu lernen hatte, immer ganz extrem viel, glaube ich, brauchte der einen Ausgleich. Und immer, wenn er nicht schlafen konnte oder wenn der Text so durch den Kopf ging, ist er nachts los und hat Schaufensterpuppen fotografiert. Das war so ein kleiner Tick von ihm, der eigentlich ganz liebenswert ist. Für mich ist ein Schaufenster eine richtige Bühne. Sie ist beleuchtet und hat ein Arrangement. Es fasziniert mich sehr, denn für mich ist das Theater. Jetzt drängen Sie sich doch nicht auf, Herr Böte, für... Tetzlaff, Sie Arschloch! Ich heiße Tetzlaff! Ich wollte neulich in ein Kino gehen in Köln. Nachmittags hatte ich mal Zeit. Da standen 100 Leute vor dem Kino. Als sie mich sahen, riefen sie alle, guck mal, das ist der Alfred. Ja, ich bin nicht ins Kino gegangen. Ich habe mich nicht getraut, anzustellen. Das heißt, man schleicht manchmal... Sonnenbrille nutzt auch nicht. Ich bin so klein, ich kann mir nur Stelzen untermachen. Mich erkennt man. Was machst du denn da? Will mir meine Wunde kühlen. Hier am Tisch beim Essen? Das ist doch Schweinkram! Wenn euch meine Anwesenheit stört, dann müsst ihr eben in der Küche essen. Ihr habt mir die Füße nicht absichtlich verbrannt. Das weiß ich selber. Da steckt man doch nicht seine Füße rein. Ich steck nicht meine Füße rein, sondern einen Fuß. Der andere ist in Ordnung. Daraus wollen wir doch essen. Ja, aus der Schüssel? Seit wann isst man aus der Schüssel? Kann man ja gleich aus dem Topf essen. Das ist doch ekelhaft. Wenn ich mit dem Auto unterwegs war, also... in einer fremden Stadt, wo ich das Theater suchte, wo abends die Vorstellung war. Und da habe ich also das Fenster runtergedreht und habe gesagt, ach, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich zu der Wilhelmstraße sowieso komme? Da haben die Leute mich angeguckt und haben so gelacht, dass ich das Fenster wieder runtergedreht habe und bin weitergefahren, weil die mich erkannt haben an der Stimme. So ein alter Mann interessiert sich nicht mehr für sowas. Was interessiert er sich nicht mehr? Na, der ist doch ungefähr in deinem Alter. Und für was interessiert man sich da nicht mehr, frage ich? Du denkst wohl, ich spreche das auch noch aus, du alte Schwein. Ich meine, was die Leute immer wieder vergessen. Ich hatte ja schon 6 Jahre vorher die goldene Kamera. Die habe ich ja nicht bekommen, weil ich so schlecht war, nicht? Sondern ich hatte ja schon einiges gemacht in meinem Leben. Und, dann kam eben diese Tetzlaff, sehr gut geschrieben von Menge, sehr gute Rolle, mit der man sehr viel anfangen konnte. Aber dass man nun dadurch berühmt geworden ist, das stimmt nicht, ist nicht wahr. Wollt ihr nur eure Platten spielen heute Abend? Nein, wir haben uns noch welche geliehen. Warum? Ja, ich dachte nur, dass es nicht nur so moderne Sachen sind, wie Paul Kuhn oder so. Als dein Vater auch mal tanzen will. Papi, tanzen?
Das habe ich ja noch nie gesehen. Was denn? Krakowiak. Auch Krakowiak! Aber das lässt er sich zum Schluss. Nee, der tanzt ein Tango. Ich kann dir sagen, da kriegt man eine Gänsehaut. Da wird man als Dame ganz weich in den Knien. Ja, der Tanz war immer, da kam sie her. Und sie hatte, muss ich ja auch sagen, sie war ja jetzt damals auch nicht mehr die Jüngste, schon damals nicht. Aber sie hatte immer wunderschöne Beine, wie ich fand. Also das ist mir haften geblieben, dass ich dachte, oh, Elisabethchen, was hast du schöne Beine. Na bitte! Na? Na? Komm schon! Wohin? Tanzen! Tango tanzen! Ich jetzt hier? Natürlich! Ja. Mit wem? Mit mir! Ich habe schon als kleines Kind getanzt. Für meine Mutter, für meine Schwester. Und ich habe ja mit 11 Jahren mit meiner Ausbildung angefangen und habe 10 Jahre getanzt, von 11 bis 21. Und war in russischen Ballettschulen in Berlin. Ich will irgendwo hin, wo die Sonne scheint. Ich auch. Eine Kollegin von mir fährt jedes Jahr nach Wie heißt das? Das ist eine jugoslawische Insel. Da kann man sogar nackt baden. Das kann ich zu Hause auch. Aber nicht im Meer. Und die baden da nackt? Hm. Alle? Ja. Also das finde ich, ich weiß gar nicht wie. Stell dir mal vor, wir würden da alle nackt rumlaufen. Vielleicht jemanden treffen, den wir kennen. Vielleicht Frau Surbier. Die möchte ich allerdings auch nicht nackt sehen. War mal eine Szene, wo ich, glaube ich, einen Schlüpfer auszog oder so. Und in den Schlüpfer guckte. Da haben die Leute so furchtbar gelacht, weil ich den Schlüpfer runterzog. Aber das machen solche Leute. Warum bist du denn so böse zu den Büromädchen? Ich meine, warum gibst du ihnen nicht 3 Kugelschreiber, wenn sie 3 brauchen? Kein Mensch braucht 3 Kugelschreiber auf einmal. In Wirklichkeit brauchen die nur einen, die beiden anderen werden geklaut. Warum hast du die ganze Schublade im Wohnzimmerschrank voll mit Kugelschreibern von deiner Firma, wenn man nur einen braucht? Das ist dienstlich. Wenn ich mal zu Hause Akten aufarbeiten müsste, beispielsweise. Ne? Vielleicht müssen das die Damen auch machen. Dass sie eben nicht deshalb könntest du Herrn Josef, Josef ruhig anweisen, ihnen so viel Kugelschreiber zu geben, wie sie wollen. Erstens arbeiten die ganz was anders auf. Wenn sie erst mal zu Hause sind, diese Damen, ja? Das ist doch nur egal, was die aufarbeiten. Hauptsache, sie brauchen Kugelschreiber dazu. Naja, die Kostümberaterin, die natürlich engagiert war, vom Sender her, hatte sich vorgestellt, wie die aussehen müsste. Und da habe ich dann meistens gesagt, nee, jetzt habe ich auch die Schuhe, nicht, dass ich immer so Latschen hatte, solche roten, sagte sie immer, Frau Wiedemann, Sie könnten doch viel besser aussehen. Warum wollen Sie denn sich so mies machen? Solche, weil ich das für die Rolle gut finde. Ich beobachte Menschen, also auch in dieser, sagen wir mal, in dieser Art, wie die Tetzlaff eben leben oder gelebt haben, die tragen keine eleganten Schuhe mit Absätzen. Die latschen da so rum, nicht? Und das konnte die gar nicht verstehen, dass ich nicht mehr aus mir machte, nicht? Also mich netter, hübscher machte. Nein, sage ich, das ist nicht richtig für die Rolle. Jeden Abend dasselbe. Legt sich ins Bett, macht die Augen zu und weg ist er. Wozu geht ein Mensch wohl sonst ins Bett, ne? Um zu schlafen. Was soll ich denn sonst hier, Schuhe putzen? Das ja nur gerade nicht. Na also. Aber manchmal, ich meine,
im Bett. Jedenfalls andere Leute. Ganz besonders, wenn sie verheiratet sind. Die machen im Bett ja wohl auch noch was anderes. Wer macht was? Na, das hätte ich mir ja denken können, dass du das schon vergessen hast. Du weißt wohl gar nicht mehr, wie man das macht, was? Wie soll ich wissen, wie man was macht, wenn du nicht sagst, worüber du sprichst, was du überhaupt meinst? Ach so. Das habe ich wohl noch nie gemacht, hm? Noch nie habe ich nicht gesagt, aber so gut wie nie. Ja, und Rita? Die machen das jeden Tag. Ich habe gefragt, wie Rita wohl auf die Welt gekommen ist. Und habe ich die geträumt? Das ist 22 Jahre her. 23 Jahre. Vor 22 ist sie ja geboren worden. Und seitdem? Ja. Seitdem bin ich meinen ehelichen Pflichten ja wohl stets nachgekommen. Regelmäßig. Einmal im Jahr. Ein für alle Mal, ich wünsche nicht, dass du dich hinter meinem Rücken mit Türken einlässt. Ich habe mich nicht eingelassen. Sie hat gefragt, ist hier eine Straßenbahn in der Nähe? Da habe ich gesagt, ja. Vielleicht wohnen die hier in der Nähe. In unser Jingd wohnen keine Ausländer, Gott sei Dank. Aber vielleicht ziehen mal welche her. Ja, denk gute Nacht, Marie. Dann wirst du eines Morgens wach, weil einer vom Minarett jodelt. Weshalb sollen die nun wirklich nicht zum Kegeln, die Türken und die Italiener? Die ihn ja nicht zum Kegeln, weil es ihnen vielleicht Spaß macht, sondern weil sie eine Lücke suchen, wo sie unauffällig einfach in die Gesellschaft eindringen können. Aber wenn du nicht willst, dass so ein Türke durch deine Hilfe, ich meine durch deinen Kegelclub, in die deutsche Gesellschaft eindringt, wäre es dann nicht besser, du würdest erst recht hingehen? Wieso erst recht? Aber wenn einer denen das verleiden kann, dann bist du das doch. Also richtig abschrecken kann ehrlich keiner so gut. Ja. Schöner Abend heute mal wieder, ja? Und ich wollte euch das Heim verschönern. Hast du welche andere Gründe? Vielleicht gehst du gar nicht wegen den Ausländern nicht zum Kegeln. Vielleicht hat das einen ganz anderen Grund. Einen anderen Grund? Na ja, vielleicht willst du nicht, dass Sperlich dich fragt, ob du nur die 2000 Mark bezahlen willst oder nicht. Fuck. Na, vielleicht genierst du dich, ihm zu sagen, dass du zu geizig bist, deinem einzigen Kind ein schönes Heim zu verschaffen. Genier? Der? Also, wo wir das schon mal besprechen, findet ihr es gut, wenn wir das hier in dieser gereizten Atmosphäre tun? Wäre es nicht besser, wir setzen uns alle mal hin und sehen, ob... Wir sitzen nur alle. Naja, steht. Tatsächlich, dachte er, sitzt. Sitzen! Sitzen werde ich erst, wenn ich dir mal das Brotmesser zwischen die Rippen hier habe. Zum Tapezieren könnt ihr euch einen anderen Idioten suchen. Ich muss immer spazieren gehen. Und ich bin hier um den See hier rumgegangen. Das sind 40 Minuten, 45 Minuten Strand gehen. Und da musste ich mehrere Male rumgehen, bis ich die Figur fertig hatte. Nicht? Wenn ich um See gehe, dann fällt mir das ein. Dann mache ich mir Notizen, ich habe immer einen Notizblock und da schreibe ich mir solche Sachen auf. Und manches davon benutze ich auch. Ja, Geizkragen! Die frische Luft scheint ihn nicht zu bekommen. Geizkragen! Arschloch! Sind Sie neu hier im Revier? Ihren Personalausweis bitte. Ja. Na, was ist? Ich habe ihn nicht dabei. Dachte ich mir doch. Das kann ja mal passieren. Natürlich. Sind Sie Fetischist? Nicht direkt eigentlich. Also mehr Taucher. Dachte ich mir schon. Wenn man keine sachlichen Argumente mehr hat, du Sau,
dann geht es nur mit persönlichen Diffamierungen. Mr. Juso! Wenn ich dir dieses Fläschchen über deine Omme ziehe. Das ist die letzte Flasche rum. Dass das doch so einschlagen würde, das hatte er nicht gedacht. Also auch mit der Figur. Er wollte die eigentlich immer noch ein bisschen anders haben, aber sie war genauso richtig. Und nur, ich glaube, als die zusammen waren, da gab es auch sehr oft Querelen. Aber im Grunde waren beide, vielleicht auch durch die Reibungen, die man ja auch haben muss, die ja auch fruchtbar sein können, hier waren sie sehr fruchtbar, ist das daraus geworden. Ich wollte nur Bescheid sagen, unsere Mädels ziehen sich um. Ja, damit ist das Vaterland auch nicht mehr zu retten. Ist dein Punsch denn schon fertig? Hast du gesagt, soll mich umziehen? Nee. Ich hab gesagt, unsere Mädels ziehen sich um. Wo? Oben. Wer ist oben? Deine Frau und meine. Also. Willst du mal von meinem Punsch kosten? Tja, wenn du was entbehren kannst. Ja, kann ich nicht. Aber ich gebe dir trotzdem was ab. Weil er irgendwie mit mir verwandt ist, juristisch jedenfalls. Komm schon. In so harten Zeiten muss man zusammenhalten. Gib mir mein Glas, wo ich gerade stehe. Ja, viel ist ja nicht mehr drin. Na? Klasse! Was ist denn das für ein Rezept? Möchtest du auch einen Becher Punsch? Hast mir doch gerade einen eingeschenkt. Ach so, ich hab mich schon gewundert, warum der Topf so leer ist. Ich glaube, das ist einmalig, dass man nach so vielen Jahren die Sache immer noch mal zeigt. Aber sie war gut, nicht? Sie war sehr gut geschrieben, von Herrn Menge hervorragend geschrieben. Wir hatten einen sehr, sehr guten Dramaturgen, Herrn Mertesheimer, der das ausgezeichnet begleitet hat und auch mitgearbeitet hat. Und wir hatten eben glaubwürdiges Ensemble, weil die Kollegen, die das gespielt haben, durchaus also sich mit den Rollen identifizieren konnten. Nicht? Das ist ja nicht oft der Fall, dass das so hundertprozentig stimmt. Aber das ist, war einfach eine glückliche Zusammenstellung. Unten sind auch keine Kohlrouladen mehr. Ja, es tut mir ja leid, aber ich kann ja vielleicht schnell irgendwas machen. Vielleicht ein paar Spaghetti. Spaghetti? Ich heiße immer noch Alfred und nicht Alfredo. Sitzen dazu. Naja. Braune Butter vielleicht? Nee, du, ich hab hier noch ein Kotelett von heute Mittag. Und den Kartoffelsalat dazu. Wenn eine partout keine Spaghetti. Nanu? Wo ist denn das Kotelett? Was ist für ein Kotelett? Komisch. Auf ein Kotelett hättest du doch Appetit gehabt. Gibt dir keine Mühe, habe ich keinen Appetit mehr, der ist mir vergangen. Dann hast du schon gegessen? Was? Das Kotelett. Lass mir Elli mit deinem albernen Kotelett zufrieden. Erst Hammelfleisch mit Bohnen, dann Spaghetti und jetzt noch das Kotelett. Alles leere Versprechungen. Hm.
glaube, ich war schon sehr identisch, weil es ja eine Freche war. Und ich mag ja gern Pointen auf den Punkt bringen. Aber heute ist es ganz verrückt, sagen die Leute immer noch, wenn sie mich, sie haben sich überhaupt nicht verändert. Dann lache ich immer, sage, na, das wäre schön, aber das ist leider bestimmt nicht so. Aber ich scheine für sie immer noch diese jugendliche Kraft zu haben. Das sollte eine Überraschung werden. Ja, das ist es ja wohl auch gewesen. Überraschung? Richtig? Ich habe das gewusst, als ich diesen Anarchist zum ersten Mal gesehen habe, mit dem Dolch im Gewande. Schiller. Du mit dem Brotmesser, ist ja auch nicht viel besser. Können wir nicht alles mal in Ruhe belegen? Nur die Fakten? Wir waren jung, wir waren sehr lebenslustig. Tolutsche. Wir waren verliebt ineinander. Ich möchte sagen, sehr verliebt ineinander. Am Anfang seiner Zeit war das ja ein Leckerchen, ne, wie man in Köln sagt. Das war ja ein Hingucker. Er hatte immer diese Portion Frechheit, die Frauen ja dann auch doch irgendwie reizt. Michael, stimmt das? Ach Quatsch. Also, so schwer ist es ja nun auch nicht. Ja. Dabei übt er jeden Tag tapfer, den der liebe Herrgott hat werden lassen. Woher willst du das denn wissen? Das kann man nur hören. So dick sind die Wände ja nicht. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn es bald klappen würde. Wir wollen noch kein Kind, das ist alles. Jedenfalls nicht, solange wir hier noch wohnen müssen. Unser Kind soll nicht mit dem unter einem Dach aufwachsen. Das hat im weitesten Sinne ja auch schon was für mich selber mit Ausprobieren zu tun von Unterhaltung, also von Comedy. In einer Stunde kommen die Gäste. Deine Gäste können mich mal am Arsch lecken. Das kann bestimmt ganz lustig sein, wenn man die richtige Musik dazu macht. Dieters Rolle passte natürlich auch der ewig müde, der eigentlich rumhängende. Wir sollten ja immer Kinder machen, falls du dich erinnerst. Und dann sagte er immer, jetzt geht das Theater wieder los, da wird ja doch nichts draus. Und das ist natürlich schön. Das war halt eine gute Vorlage von Menge. Da kannst du sagen, was du willst. Der ist, für mich hätte der 10 goldene Kameras verdient, alleine für diese Sendung. Und bis heute hat er noch keine gekriegt. Warum eigentlich nicht? Das stünde ihm zu. Und wann willst du dich umziehen? Wieso umziehen? Ja, du wirst doch deine Schwiegereltern, die du zum ersten Mal in deinem Leben siehst, nicht in einem Rock begrüßen, wo man den Hintern sehen kann, ohne sich zu bücken. Du brauchst dich nicht zu bücken, andere schon. Michis Vater ist ein alter Mann. Jetzt kamen eigentlich 4 ganz, sag ich mal, patente Schauspieler. Die 2 sogenannten Alten hatten natürlich viele Theatererfahrung, nicht so viel Fernsehen. Und ja, und wir Jungschen waren dann halt so mit dabei. Wir fingen ja gerade an, so in Anführungszeichen Karriere zu machen. Du tust gerade so, als hätte ich nichts an unterm Rock. Ja, das hätte noch gefehlt, das kommt als nächstes. Und was anderes kann man aber ja nicht erwarten, wenn man die Sozis an der Regierung lässt, egal was passiert. Und dann wundern sich die Leute, dass die Mädchen keine Höschen mehr anhaben. Überhaupt keine Höschen? Also da hat dein Vater nun mal recht. Wenn man schon so kurze Miniröcke trägt, dann sollte man schon Höschen drunter anziehen. Lass bloß mal ein bisschen Wind kommen. Oder wenn du dich nicht richtig hinsetzt, in der Bahn vielleicht. Oder auf der Rolltreppe, wenn einer hinter ihr steht. Da gibt's ja Typen, die warten extra, bis eine ohne Höschen kommt. Siehste! Ist das nun Höschen oder nicht? Ach, viel zu klein. Naja, abwärts mit der Moral, aber rauf mit den Sittlichkeitsdelikten. In den Zeitungen steht überhaupt nicht schon wieder anderes drin. Hier ein Mädchen vergewaltigt und da schon wieder eins. Früher sind die Ganoven noch eingebrochen, haben die Juwelen geklaut und ab. Heute vergewaltigen sie erstmal Frau und Tochter. Und dann nehmen sie die Juwelen auch noch mit. Schmuck kann mir keiner klauen, weil ich keinen habe. Ja, dich wird doch keiner vergewaltigen wollen. Ne? 25 Jahre fast verheiratet, noch nicht mal eine kleine Brosche. Ja, seit wann ist es unter Eheleuten üblich, sich mit Juwelen zu beschenken? Schmuck kriegt man nicht von seinem Ehemann, sondern von seinem Geliebten. Seit wann habe ich einen Geliebten? Ja, eben, du hast keinen, sonst würdest du dich auch nicht rummeckern. Ich bin natürlich auch ein Spießer oder kenne Spießer oder bin aufgewachsen unter Spießern und habe die als Vorbild genommen. Viel wichtiger ist ja, was dahinter steckt. Ich meine, hinter dem Geschenk.
dass es so liebevoll ausgesucht ist und das alles. Und die Überraschung. Und wir sind alle darauf reingefallen. Ja. Worauf? Na, du tu mal nicht so. Du, ich zieh mir schnell meine Bluse an, ja? Damit sie auch richtig zur Geltung kommt. Na, willst du nicht erst mal frühstücken? Hast du die Brosche gekauft? Nee, ich. Das hätte ich mir denken können, ja? Kaum drin in der Familie, schon mischst du dich in die Intimsphäre. Habe ich dir das nicht gesagt? Ich tue ihm einen Gefallen und er... Du mir einen Gefallen? Du spinnst, wo du Knalltüte. Da kaufst du teure Juwelen für die alte Kuh und auf meine Kosten. Ich sage immer, es ist auch schwer zu verstehen, dass ein Komiker sehr oft ein melancholischer Mensch ist. Nicht? Also wenn die Leute über den Clown lachen, weil er nun schon zweimal oder dreimal hingefallen ist, das finden sie wahnsinnig komisch. Aber der Clown ist, glaube ich, ein melancholischer Mensch. Kellner hat schon mal keine Ahnung, wie man sich benimmt. Was ist? Dieser Kellner lässt mich nicht mal vorgehen. Das ist vielleicht eine Art und Weise. Das ist ein ganz arrogantes Arschloch. Das ist schon. Ich habe, wenn Sie das mal genau kontrollieren, habe ich in 20 Folgen alles gezeigt, was diese Person zeigen kann. Und wenn es jetzt noch weitergegangen wäre, dann hätte man gesagt, ach, das hat die schon gemacht, das kenne ich, das hat sie schon mal gemacht. Das in der Folge sowieso hat sie das auch gemacht. Nein, nein, nein. Weg. Was Neues. Es war ein sehr schönes Essen. Ich meine, ich hätte ja lieber allen Gelee gegessen, aber... Die Perle ist weg. Das Essen war in Ordnung, aber in Paris isst man besser. Meine Perle ist weg. Hast du nicht gehört? Nun scheiß doch was auf die Perle, ja? Was erwartest du denn von Sachen, die dir dein Schwiegersohn kauft? Da fallen dir... Also doch. Das hätte ich mir ja denken können. Da hast du also doch nicht die Brosche gekauft. Da hast du doch alles vergessen. Du kleiner, mieser... Ich werde dich draußen erledigen. Du hast etwa auch die Blumen... Jawohl. Ich hab nicht dran gedacht. Ja. Ich hab nicht dran gedacht, dass wir heute silberne Hochzeit haben. Das kann ja mal vorkommen. Ja. Aber das kann ich dir sagen, wenn ich dir Blumen geschenkt hätte, dann hätte ich dir was Richtiges gekauft und nicht so ein Unkraut, wie Frau Fechner das für richtig gehalten hat. Ja. Und das hätte ich persönlich vorbeigebracht und nicht durch so einen seelenlosen Boten abliefern lassen. Und wenn ich dir eine Brosche gekauft hätte... Du Schwein! Das wäre dann eine gewesen, wo nicht gleich die Perlen rausfallen. Darauf kann sein lassen. Vielleicht finden wir die Perle ja wieder. Ich kann ja auch eine neue reinmachen. Wenn wir wieder mal Jahrestag haben, lieber Freund, dann gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss ihn, ja? Mach's so wie ich, vergiss ihn. Das kommt billiger. Jedenfalls ist es das letzte Mal, dass ich mit dir silberne Hochzeit gefeiert habe. Wissen Sie, Komik können Sie ja nicht lernen. Entweder sind Sie Komiker oder entweder sind Sie Schauspieler oder Sie sind keiner. Also es kann Ihnen keiner beibringen, wie man Theater spielt. Wollen wir mal sehen, was du hier zaubert hast. Hm? Mein lieber Mann ist ja völlig versalzen. Was? Für meinen Geschmack ist es versalzen. Du willst doch nur eine Ausrede haben, falls du nachher heute Abend wieder zu viel trinkst. Versalzen. Da ist eher zu wenig als zu viel Salz am Fleisch. Er hat ja auch nachgesalzen. Was? Trockne dir wenigstens die Füße ab, wenn du hier mit uns am Tisch sitzt. Wenn ich das gewusst hätte, was hier für Tischsitten herrschen.
hätten Rita und Michael ebenso gut einen Gastarbeiter einladen können. Zum Essen, wa? Wusste ich gar nicht, dass er dafür war. Das habe ich eben erst wieder gesehen. Redaktionsbambi heißt er. Ja, ich habe zu der Zeit viele Preise gekriegt, bis auf die goldene Kamera. Hauptsache, ich bin nicht betrunken, wenn die Gäste kommen. Sag mal, hast du einen Spiegel abmontiert? Spiegel? Einer von diesen Türen war ein Spiegel. Der ging sogar bis runter. Hier in der Küche? Wir befinden uns in der Küche. Sieht so aus. Ja, da hast du mal recht. Komm mit. Aber hell, einen schenken wir uns noch ein, ja? Ja, komisch. Man sagt ja immer, solange man über jemanden spricht, sind sie nicht tot. Und ich finde, die beiden leben ganz schön schon, ganz schön lange. Und ja, ich werd noch immer in meinem Herzen sein. Und ja, ist ein Stück meines Lebens. Ach, komm doch! Hey, komm! Und eins und zwei, zack, Drehung. Ja, du musst nur nachher aufpassen, dass niemand denkt, du bist eine Rakete, sonst will er dich anzünden. Wenn einer mit dem Streichholz kommt, kriegt er was auf die Finger. Jawohl. Und eins und zwei, da. Ja.